So, Hallihallöchen, Hans bitte hier. Willkommen zurück zu Let's Play Valley. Und zwar, wir suchen alle Sachen und wir sind im dritten Gebiet, Titan Rock. Uns fehlen noch ein Medaillon und zwei Energy Upgrades. Die Seite haben wir gefunden. Leaf Suit Upgrades gibt's nicht. Versteckte Gebiete gibt's nicht. Ahorntüren haben wir auch schon alle geöffnet. Oder sollten zumindest alle geöffnet sein. Und deswegen fehlen echt nur noch die beiden Sachen. Ich habe nicht gespoilert, wo sie sind. Ich werde sie versuchen, eigenständig zu finden. Und wir haben gerade ein Ahornblatt aufgehoben. Kann das sein? Ahornding. So, geh mal her. Sicher ist sicher, dass wir da noch genug haben. Ich sollte auch wieder ein bisschen Bäumchen beleben, dass wir immer genug mit Energie versorgt sind. Nicht, dass ich wieder Scheiße baue. Und 18 mal ein Todsturz. So. Ja, ich weiß, die Eicheln sind halt gerade runtergefallen, aber ich kann sie nicht holen. Da oben gibt es noch eine Plattform. Zwei Energy Upgrades fehlen. Vielleicht ein großes und ein kleines. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das so in der Kombination ist. Weil wir suchen ja nur noch ab, was fehlt. Es kann ja sein, dass da noch auf den Bäumen welche sind. Spring ich mal da noch drauf, oder? Auf den, der mir am höchsten erscheint. Oder zumindest am zweithöchsten. Nö. Sieht irgendwie nicht so danach aus, als ob hier noch was wäre. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht noch hier auf den oberen irgendwie versteckt, aber... Ja gut, wir jumpen nicht mal drauf. Aber, nee. Gut. Dann nehmen wir euch mit, dich mit. Dann müssen die anderen drei Sachen höchstwahrscheinlich um die Soma-Facility sein. Hoffe ich mal, weil ich glaube nicht, dass die irgendwie noch auf einem Titan Rock irgendwie versteckt sind. Weil ich meine, dass wir doch alles sehr gründlich durchsucht haben. Jetzt beim zweiten Durchgang. Und wer weiß, vielleicht hat es ja dann doch nochmal solche Magneto-Teile. Was einfach... Warum ist denn da ein Viper Strike, wenn er eh Boden ist? Naja, egal. Ich gebe uns die Energie. Ah, hier ist extra ein Gitter, dass man hier nicht zur Truhe runterjumpen kann. Mies! Die zwei Truhen haben wir. Da waren auch ein paar Medaillons mal drin. Hui! Wer es vergessen hat, also 11 Medaillons brauchen wir noch für die Pyramide. Das ist voll dämlich. Im Steam-Achievement steht, erhalte Zugang zu allen Kammern der Pyramide und... Das ist einfach so dämlich, weil die Pyramide hat nur zwei Kammern. Warum sagen sie nicht einfach, sammeln wir genug Medaillons, um die Pyramide ganz zu öffnen? Oder sammle genug Medaillons für die zweite Kammer der Pyramide? Aber zu allen Kammern, da impliziert man doch, dass es mehr sind. Deswegen wäre ich auch voll verwirrt, dass der Eingang plötzlich 30 kostet und Kammer 2 40. Naja. Deswegen gibt es ja Google, um solche Missverständnisse aus der Welt zu schaffen. So, hier irgendwo. Ein Medaillon, zwei Energy Upgrades. In mindestens zwei verschiedenen Truhen. Also es kann ja sein, ein Medaillon und ein Energy Upgrade sind zusammen. Und dann zum Beispiel ein Vierer Energy Upgrade ist auch noch da. So, ah toll, dann dürfen wir nochmal einmal außenrum an der Facility. Also komplett außenrum, wie wir es im
Let's Play gemacht haben. Warte, den mache ich jetzt schon weg. Ja, ja, schieß ruhig daneben. Moment, es kann ja sein, dass auf dem Dächchen hier was ist, wenn ich da richtig hochjump. So, hier. Ach komm, hier wäre doch ein schöner Ort für eine Truhe gewesen. Vielleicht auf dem Dach. Ich glaube echt, dass wir zumindest hier außen alles gesammelt haben. Wenn, dann ist es noch auf den Dächern der Facility. Die Truhe. Da ist keine. Hier irgendwo war eine Truhe drin. Die haben wir nämlich schon mal geöffnet. Ach, Rohre, da ist auch nichts drin. Puh. Puh, puh. Gut, dann gehen wir mal noch auf die Rückseite des Gebäudes. Bevor wir hier das Dach besteigen. Da, da, da. Wir können springen. Hier ist auch alles zu an Containern. Wir springen weiter. Und immer weiter. Ganz, ganz hoch. Ganz, ganz hoch. Ja, da unten waren wir schon. Vielleicht gibt es ja hier drüben was. Da unten. Kann das sein? Vielleicht hier eine Magnetwand? Nö. Das ist jetzt blöd. Vielleicht hier noch drüben. Mann, ist das eine Sache mit den Truhen hier. Au, Sonnenlicht blendet. Auf dem Dach waren wir noch nicht. Aber hier ist auch nichts. Auf dem Dach waren wir noch nicht. Und hier ist auch nichts. Auf dem Dach waren wir noch nicht. Und hier ist... Einmal 360 Grad Drehung. Auch nichts. Obwohl, Moment, Moment. Ah, verdammt. Hier ist eine. Yes. Ein Energy Upgrade. Jetzt fehlt nur noch eine Truhe. Mit, also vielleicht auch zwei. Ja, insgesamt wird es zwei Truhen geben. Und, also entweder ein großes Energy Upgrade. Dann sind es zwei Truhen. Oder ein kleines Upgrade mit einem Medaillon zusammen in der Truhe. Wäre auch eine Möglichkeit. Gut. Gehen wir mal komplett hier aufs Hausdach. Also so wirklich den offiziellen Weg hoch. Hier. Ah, hier die Truhe haben wir auch schon. Hui, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Haben wir aber alles schon. Hier auch. Ich verzweifle schon so krass, dass ich Stöhngeräusche machen muss. Vielleicht. Oh, da wäre auch noch ein guter Ort, um eine Truhe reinzulegen. Sieht aber nicht danach aus. Nee. Nee. Ah! Oh, dieses Geräusch! Oh, was war denn das? Oh. Aber mein Herz macht gerade so richtig lautes Pochen.
Oh, was war das für ein hässliches Geräusch? Dung! Nur wegen so einem hässlichen kleinen Schwarm. Okay. Nee, ich habe wirklich keine Ahnung, wie und wo und wann. Wir können hier nochmal komplett runterfallen. Nö. Okay, ich werde kurz offscreen suchen. Ich werde es reinschneiden. Ja, bis gleich. So, ich habe eine Kiste gefunden. Und zwar hier auf der Rückseite des Gebäudes. Immer noch bei der Summer Facility. Hier habe ich einen übersehen. Und da wäre das letzte Energy Upgrade vom Titan Rock. Ich werde noch kurz versuchen, das Medaillon aufzuspüren. Bis gleich. So, ich bin richtig dämlich. Und zwar das letzte Medaillon ist, wenn man sich hier mit dem Viper Strike ganz hoch schießt auf dem Gebäude in der Kiste. Das wäre auch logisch gewesen. So. Und damit hätten wir alle Sachen aus dem Titan Rock. Ja. Und auf geht's in die Summer Facility. Bis zum nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hans-Peter. Ciao.